drin in der Kameraführung in dieser Partie. Der VfB Stuttgart mit allen Vorteilen und allen Trümpfen eigentlich in der Hand. Sie haben die Vorrunde als Erster abgeschlossen, haben in 4 Spielen 10 Punkte eingefahren und haben heute Morgen das erste Spiel gehabt. Das heißt, hatten jetzt auch die längste Erholungszeit. Die Hamburger mit 0 Punkten aus dieser Vorrunde. Und heute die 5. Partie heute Morgen. Das heißt, erst vor 3 Spielen waren sie dran. Gut geklärt hier. Also Favoritenlage klar verteilt. Außer der Hamburger Sportverein hat hier einfach mal ganz frech geblufft. Die komplette Vorrunde über sich ausgeruht und geschont und will jetzt hier richtig loslegen. Wir sind gespannt. Erster Schussversuch hier, gute Möglichkeit für den VfB. Frederik Schumann. Der VfB ja mit einer großen Cup-Historie, 16 Teilnahmen. Und bereits 3-mal konnten sie den Titel gewinnen. In 18 verschiedenen Ausgaben gab es ja 11 verschiedene Sieger. Die zweitmeisten Titel hat der VfB eingefahren. Könnte mit einem Turniererfolg gleichziehen mit Hertha BSC Berlin, die bereits im Fury Cup 4-mal gewinnen konnten. Aber sich noch beim Anschießen die Hose hochgezogen. Einmal beinfrei. Und ab geht's. Schlussversuch hier. Der geht in Seiten aus. Also Hamburg gegen Leipzig 1-3, Nürnberg 2-3, gegen Köln 0-4, gegen Gladbach 0-2. Das ist die niederschmetternde Bilanz der Hanseaten in den 4 Spielen der Vorrunde. Jetzt verteidige es zumindest bisher sehr ordentlich, haben es eine Möglichkeit zugelassen und arbeiten gerade selber daran, möglichst nach vorne zu kommen. Ballbehauptung hier. Boah, für mich ein Foulspiel hier an der Bande, weil der Arm rausging an Leon Üblacker. VfB hier definitiv mit der interessanten Akteuren bereits aktiv. Langer Ball jetzt, aber der geht ins Tor aus. Also zu achten auf Stuttgarts Nummer 10 zum Beispiel, Leonhard Münst. Auf die 8, Enrique Katsianas Sanchez. Das zwei sicherlich auffällige Akteure bei den Schwaben. Patrick Schor, tiefer Ball auf Sanchez. Zurück. Lukas Preuß am Ball. Ballverarbeitung nicht optimal, aber alles gut gegangen hier. Dominik Kainic. Ja, und dann wird Patrick Schott so unter Druck gesetzt. Also. Jetzt pfeift der Freistoß. Richtige Entscheidung nach. Foulspiel an Enrique Katsianas Sanchez. Da haben wir einen treuen HSV-Fan. Auch in schweren Zeiten. Traut er sich da mit Trikot aus dem Haus. Das ist echte Fanliebe. Und ein starkes Selbstbewusstsein. Das braucht man halt auch in diesen Tagen. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Profimannschaft vom Hamburger SV hat sich gerade getrennt von Markus Gisdol nach der Niederlage gestern gegen den 1. FC Köln, während die Stuttgarter hier die nächste Möglichkeit haben. Ist ja auch mal ein Aufschauen im Jugendbereich, weil viele Vereine natürlich dann auch auf die Trainer
aus dem eigenen Stall setzen und es dann immer wieder Verschiebungen gibt. Selbst wenn es der U23-Trainer wird, muss auch der Posten neu besetzt werden und oft schiebt sich das dann in so einer Kette einmal quer durch. Jetzt das Spiel schnell gemacht. Wenn er die Mitnahme gut hinbekommt, wird es gefährlich. Wieder das Foulspiel, da ist er gegen die Bande geflogen, aber das erste intensive Gespräch. Jetzt bin ich gespannt auf das Bild. Ja, doch. War nicht ganz sicher, Hamburger Bank hatte sich da auch beschwert, aber der Pfiff ging, denke ich, in Ordnung. Alles richtig entschieden. Etwas mutlos abgeschlossen. Gut gerettet da von Patrick Schott. Das Anspiel war nicht gerade ein Freundschaftsbeweis. Oh, Handspiel verdächtig. Und jetzt das Halten. Bewertet. Guter Ball jetzt. Gute Möglichkeit und das lässt er sich nicht nehmen. Frederik Schumann, Nationalspieler. Da haben wir ihn im Bild. Gerade in La Manga gewesen für die U16. Auch er dabei. Mit links die Mitnahme, mit links. Wunderbar abgeschlossen, ganz platziert. 1:0 für den Favoriten in dieser Partie. Nächster Schussversuch, abgeprallt von der Bande Stuttgart führt. So ein Hamburg muss jetzt kommen, muss das Risiko erhöhen. Diese Führung kann diesem Achtelfinale hier nur gut tun. Wir haben schon gemerkt, den entscheidenden Fehler will keiner machen. Und jetzt muss Hamburg so nach und nach den Druck erhöhen. Wobei bisher die Stuttgarter hier die bessere Mannschaft sind. Gut aufgepasst hier von Gavin Dizelitis. Der Ballgewinn für die Stuttgarter und ganz platziert abgeschlossen durch Leonard Münst, eben schon angesprochen, sehr auffällig, ganz platziert. Stuttgart stellt die Weichen ganz klar auf Kurs Viertelfinale. HSV wieder mit dem tiefen Ball. So richtig ins Rollen, so richtig fußballerisch. Da haben wir Bastian Reinhardt, bekannt aus der Bundesliga, 42 Jahre alt. Lange Jahre für den HSV aktiv, auch für Arminia Bielefeld. Ja, er motiviert weiter, bleibt da positiv. Aber natürlich ist er hier nicht zufrieden mit dem Auftritt. 166 Bundesligaspiele gemacht, 123 Mal in der zweiten Liga gegen die Kugel getreten. Und seine Freeway Cup Premiere ist ja nicht besonders positiv, aber der HSV sendet ein Lebenszeichen. In Person von Yigit Yakmur. Da sehen wir nochmal den Abpraller. Und den hat er schön genetzt hier mit vom Körpereinsatz. Gäbe ja beim Unentschieden keine Verlängerung, sondern wir würden direkt in ein 9-Meter-Schießen gehen. Aber davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Oh, das war wieder ein sehr grenzwertiger Einsatz. Hat gestern schon 2 Minuten bekommen, der Keeper der Hamburger, Gavin Dizelitis. Mit allem, was er hat. Ist immer wieder noch so ein bisschen am Nachhaken in diesen Duellen. Hat hier im Laufe des Turniers schon die eine oder andere Freundschaftsanfrage
verschickt körperlicher Natur. Oder mal Kai Oswald. Fuchs Teufelswild, der Trainer der Stuttgarter. Sich tierisch aufgeregt da gerade über die Aktion. Der Ex-Profi, 40 Jahre. Knappe 4 Minuten Zeit für die Hamburger, um den Ausgleich zu erzielen. Freistoßentscheidung hier für den HSV. Tabellenzehnter in Regionalliga. Läuft nicht wirklich gut in der Saison beim HSV. Erst im letzten Spiel 2017 von den Abstiegsplätzen gesprungen. Wenn wir noch ein bisschen zurückschauen auf die Turnierhistorie des HSV. Was für bekannte Cup-Spieler haben wir hier schon gehabt, während der nächste Schussversuch von Torschützen von Leben von Jagmur kommt. Alex Meyer hat hier gespielt für die Hamburger. Skodoran Mustafi war hier. Levin Öztunali, der Enkel von Uwe Seeler, für den Hamburger SV hier gespielt. Jonathan Tantar, der Nationalspieler hier auf der Platte. Und jüngst die große Hoffnung des Hamburger Sportvereins, Jan Fiete Ab, auch er hier in Lübbecke aktiv gewesen, noch gar nicht so lange her. Wieder Freistoß für Hamburg zum Missfallen von Luman Sensoy. Ballbesitz 2,5 Minuten vor dem Ende für den VfB Stuttgart. Weiter Ball jetzt. Dann fordert Maximilian Göggel unbedingt den Ball von Leon Üblacker. Sich die Seele aus dem Hals geschrien, weil er die Ablage wollte. Das war klasse rübergespielt und dann kriegt er den Ball nicht ganz verarbeitet. Bleibt da beim Druck dabei und jetzt Ballbesitz von Hamburg SV. Gavin Pizzelitis. So, Kai Oswald da mal wieder zurück an der Bande, einmal durch die ganze Halle getigert. Mit seinem Co-Trainer Felix Lutz. Mit der Hacke, klasse rübergeleitet, aber da ist Jagmur dazwischen. Da haben wir Bastian Reinhardt und die Spieler. Ja, sie wollen diesen Ausgleich. Oh, kein Foulspiel. Entschieden hier vom Schiedsrichter. Und da von hinten in die Beine, das wird 2 Minuten geben. Ja, da gibt es die 2 Minuten. Die Entscheidung war richtig. Ich weiß nicht, was mit der Szene davor war. Für mich war es da ein Foul am Stuttgarter Spieler. So, jetzt die Riesenmöglichkeit. 1 Minute 8 vor Schluss in Überzahl. Das sauber auszuspielen. Und auszugleichen. Und sich die große Chance aufs 9-Meter-Schießen zu eröffnen. Stuttgart muss das hier eine Minute in Unterzahl spielen. Wieder gut gerettet hier von Patrick Schott. Da, das war nicht einfach, weil da vorne jemand stand. Und die Bank der Stuttgarter. Feuertan ist leidenschaftlich dabei. Das wollen sie jetzt hier bringen. Die wollen hier nicht ins 2 Meter schießen. Große Möglichkeit für Martin Gemeschi. USR gehalten. Das ganze Scharmützel völlig unnötig. Aber das sagt sie so leicht hier von außen. Auf der Platte ist es natürlich heiß. So, was passiert jetzt? Wir gehen die letzten 60 Sekunden der Partie. Hamburg in Überzahl. Müssen das jetzt strukturiert ausspielen. Nächster Pfiff. Wohl wegen einer Grätsche entschieden. Das ist korrekt. Hier die nächsten Scharmützel. Jetzt wird es hektisch. Man merkt, jetzt geht es ums Weiterkommen.
So, Gavin Nitsalitis macht es richtig, stellt sich da sehr hoch auf. Sie haben dann eine doppelte Überzahl, wenn sie es vernünftig spielen. Sie dürfen jetzt nicht wild ballern, sie müssen Fußball spielen. Jetzt haben sie es mal ausgespielt. Schaut mit der nächsten Parade, Abpraller, wieder Shot! Und das war völlig unnötig. Ich glaube von Alessandro Damaschke. Ja, er zeigt seinen Shot. So, hier sehen wir es. Völlig unnötig. Die Aktion, der Ball war ganz klar und schon ganz lange in den Armen von Schott. Es sind auf der Hallenuhr noch 30 Sekunden. Noch 19. Nächster Schussversuch. Wieder Patrick Schott. Und die Sympathien sind hier so ein bisschen Seite des VfB. Fast die Möglichkeit hier für Leonhard Münst in Unterzahl zu treffen. Und jetzt mit allem, was er hat, geht's zurück. Wir haben noch 5 Sekunden auf der Uhr. Schott mit der nächsten Parade. Und das war doch der Save fürs Viertelfinale. 3 Sekunden noch. Letzte Aktion. Abschluss. Das war's. Stuttgart gewinnt. Und jetzt ist Kai Oswald sofort bei seinen Spielern, beim Schiedsrichter und erzählt ihm schon noch ein paar Takte zur Partie. Da sehen wir das. Oben am Bildrand. Wunderbar eingefangen. Alles entspannt, alles gut. Kleiner Hinweis, alles kein Problem. Wir gratulieren dem VfB Stuttgart zum verdienten Einzug ins Viertelfinale und verabschieden uns vom Hamburger Sportverein Bastian Reinhardt, der ja auch fair gratuliert. Also Hamburg mit 5 Niederlagen aus 5 Spielen verabschiedet sich der Vorjahresfinalist aus dem Friedrich Cup. Die erste kleinere Überraschung, auch Bastian Reinhardt und Kai Oswald, da haben wir die beiden Ex-Profis. Ja, sind sich einig, alles freundschaftlich, alles in Ordnung. Also Glückwunsch an Stuttgart zum